Dann braucht man aber immer so eine mobile Kamera, also so eine Reporterkamera. Und die habe ich auch. Das ist die hier. Das ist eine sogenannte Flip, so eine Einfachkamera. Die hat genau einen Knopf. Die habe ich übrigens vom Reverb Mag ausgeliehen. Das ist ein schönes Webmagazin, was es auch unter anderem bei Facebook zu finden ist. Oder guckt einfach reverb.de. Diese ausgeliehene Kamera, die hat bloß ein Problem. Und zwar, jetzt brauche ich ein bisschen Hilfe, um dieses Video zu starten. Wenn man damit jetzt einfach was filmt, dann sieht das so aus. Also das war ein Test, wie man sieht, und man bemerke neben der wirklich sehr gelungenen Bildgestaltung und Kameraführung, dass vor allem dieses Gewackle, also wer da nicht seekrank wird, der fährt seit 30 Jahren auf der Gorch Fock, und so viele Leute gibt es da nicht. Die Lösung dafür, die haben wir von Makefoot nicht erfunden, aber wir können sie nachbauen. Wir sind sehr stolz, sie heute präsentieren zu können, die Steadicam. Steadicams sind wahnsinnig teure Apparate, mit denen man so diese fliegenden Bewegungen hinmachen kann. Wer Kubricks Shining kennt, das ist das erste Mal eingesetzt worden, und das kostet wahnsinnig viel Geld, diese Systeme, wie gesagt, aber man kann das nachbauen. Es gibt eine Lösung, die nennt sich Poor Man's Steadicam. Alles, was man braucht, ist neben dieser Flip. Ali, hältst du mir gerade mal das Mikro? Ein kleines Mikrostativ. Da schraubt man das jetzt dran, weil eigentlich ist eine Steadicam nichts anderes als ein Pendel. Eine Pendel, was man aber ruhig halten muss. Und dafür habe ich da noch einen Griff mitgebracht. Ich lahme jetzt vom Harry mal ein bisschen Gaffertape aus, weil es geht nichts über eine professionelle Befestigung. So. So, das ist jetzt schon mal nicht schlecht. Also das ist, auch wenn das jetzt erstmal ziemlich lächerlich aussieht, deutlich besser als vorher. Ja? Aber es gibt ein Problem, das ist eigentlich immer noch zu leicht. Ja? Also man braucht noch irgendwie so ein ordentliches Gegengewicht. Eigentlich das Beste wäre ein Backstein, aber da müsste ich einen klauen, und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich dann in meine Bibliothek gekramt. Ich meine, bedrucktes Papier ist eigentlich eh lächerlich, und bin dann auf dieses Buch von James Monaco gestoßen, Film verstehen. Ich habe gewusst, dass das meine Videos irgendwann nochmal besser macht. Deswegen habe ich es mitgebracht. Und das nehmen wir jetzt und holen wieder das Gaffertape. Und hoffen jetzt, dass nichts davon runterfällt. Weil, wie gesagt, nichts geht über professionelle Befestigungstechnik. So. Und voilà, die Steadicam ist fertig, und die wird heute Abend die Reporterkamera. Vielen Dank.